Er ist der Nachfolger von Murat Tek bei Lichtenberg 47, Rudi Raab 40 Jahre alt, coachte im Nachwuchs vom 1. FC Union, hat im Ausland Trainer ausgebildet und macht nun sein erstes Spiel ausgerechnet im Jahn Sportpark. Direkt hinter dem Stadion hat der einst Berlin-Ligist Empor trainiert. Ja, gut, ich will. Als Klinike-Coach Carsten Heine wünscht erst nach dem Spiel einen guten Einstand. Sein Team zuletzt mit 4 Siegen in Folge. Vor 3 Tagen auch Tabellenführer Erfurt auswärts 2:0 geschlagen. Ein undankbarer erster Gegner. Also für Raab, aber Lichtenberg in Rot mit einem mutigen Beginn. Kein Problem für Leon Bethke. Ein Gegentor erst in diesem Jahr. 4 von 5 Spielen beendete er 2:0. Die Rollen ansonsten klar verteilt. Atlenike sehr dominant, 10. Minute. Giergi auf Breitkreuz an der Grenze zum Abseitsspiel ging weiter. Breitkreuz. Zum ersten Mal Atlenike mit etwas Platz, aber Lichtenberg wieder gut sortiert. Da ist Fontaine. Einfach mal rein und Giergi mit dem 1:0 für die VSG. Raab hat in seiner ersten Woche viel Taktik gemacht. Spiel gegen den Ball ein großes Thema. Man muss sich fragen, wer hier Giergi im Blick hatte. Fontaine mit dem Assist und dass Tolcay Giergi ein gutes Füßchen hat, das weiß man. Jetzt ist er auch mit dem Kopf erfolgreich. 8. Saisontor. Die Freude bei Giergi und Co. Der Frust auf der anderen Seite bei Niklas Wollert im Lichtenberger Tor. Zu einfach dieser Gegentreffer. Alt-Lienicke mit einem Sieg auf 2 Punkte dran an Platz 1. Das Selbstverständnis, es ist zurück bei den Berlinern. Da ist Fontaine und der prüft Wollert. Die Lichtenberger warten seit 9 Spielen auf einen Sieg. 33. Minute, so kann es mal gehen. Schnell vertikal auf Efraim Gakpeto. Lichtenbergs bester Torschütze mit 6 Treffern. Nach 4 Spielen er mal wieder in der Startelf. Ansonsten nur Alt-Lienicke offensiv auffällig. Zeigers Ball rutscht durch zu Türpitz, vorbei an Wollert. Türpitz sucht Giergi, findet ihn aber nicht. Philipp Türpitz, endlich fit. Erster Startelf-Einsatz für den Winterneuzugang. Lässt Wollert hier nochmal kurz zappeln. Dann das Missverständnis mit Giergi. Und gleich wieder die beiden. Türpitz mit der Ecke. Schnell und kurz ausgeführt. Giergi, fein gemacht. Wieder auf Türpitz und Fontaine. Tolcay Giergi macht das stark, schickt gleich 2 Lichtenberger ins Kino, die beste Chance nach dem 1:0. Alt-Lienicke, das klar bessere Team. Lichtenberg einmal gepennt beim Gegentor. Ansonsten ganz gut drin in diesem Spiel. Kurz vor der Pause, aber etwas übermotiviert. Koch gegen Bremer, unschöne Szene. Zur Verteidigung von Koch muss man sagen, er trifft sogar als erstes den Ball, räumt Bremer aber voll ab. Trifft ihn nicht mit der offenen Sohle, deswegen ging gelb von Schiedsrichter Albert letztlich in Ordnung. Danach war Pause, Grüße gehen raus und rein in Hälfte 2. 58. Minute, Alt-Lienicke wechselte, brachte Mensah für Sander, da ist er, Shen Mensah, Torschütze gegen Erfurt, dann Giergi auf Breitkreuz, dieses Mal definitiv kein Abseits, Breitkreuz, Türpitz läuft mit und macht das 2:0. Premierentreffer für Philipp Türpitz im Trikot. Der VSG hatte gegen Erfurt das 2:0 von Mensah ja schon aufgelegt. Türpitz hinter dem Ball, auch hier alles okay. Lichtenberg mit einem Ball in die Spitze wieder überrumpelt und Breitkreuz für den etwas angeschlagenen Usan von Beginn an drin. Macht ein starkes Spiel, sehr uneigennützig. Türpitz muss bloß einschieben. Schwieriger danach der Sprung über Wollert, kurzer Kniestupser Philipp Türpitz. 59 Mal hat er in der zweiten Liga für Sandhausen und den 1. FC Magdeburg gekickt. Zuvor in Chemnitz unter Carsten Heine gespielt. Und auch deswegen sein Wechsel zur VSG. Trifft auch hier unter seinem alten Coach und Wollert wieder not amused. Kein Lichtenberger Schuss aufs Tor in Hälfte 2. Alt-Lienicke wollte die Entscheidung. Giergi spielend leicht vorbei an Krüger und dann im Rückraum Bremer weit drüber. Aber nochmal der Blick auf Tolcay Elastico. Giergi, was er am Ball macht, gehört einfach ins obere Regal.
86. Minute. Es wirkte, als spielt der Klinike mit zwei Mann mehr. Ballverlust von Shaw und dann geht es wieder extrem schnell. Die Eingewechselten. Shoshi auf Mensah, auf Oden, Kolja Oden, vorbei an Wollert und rein. 3:0, Kolja Oden, ein begnadeter Kicker, fängt jetzt auch an, Tore zu schießen. 5. Saisontor, alle 5 Treffer in diesem Jahr. 15 Sekunden nach der Balleroberung fällt das Tor auf der anderen Seite. Mensahs Einwechslung brachte viel Schwung. Gut getimter Ball auf Oden und der im letzten Moment vorbei an Wollert. Und dann hat er keine Probleme einzuschieben. Altlinike verdirbt. Rudi Raab, das Debüt als Chefcoach von Lichtenberg 47. Wir haben immer wieder auch geschafft, dass wir Kontrolle ins Spiel reinkriegen, dass wir auch phasenweise diese Wucht, die Altlinike ja schon hat, irgendwo egalisieren konnten. Aber am Ende sind es eben die Momente, ja, wo dann eben die individuelle Qualität, das Tempo, auch ja, am Ende auch die Körner über 90 Minuten dieses Tempo auch zu gehen, da ist Altlinike dann schon, haben sie schon eine immense Qualität und die sind wir über 90 Minuten nicht in der Lage gewesen zu egalisieren. Wir schauen von Spiel zu Spiel und wir freuen uns auch, dass wir jetzt weiter oben stehen. In der Hinrunde haben wir ein paar Punkte liegen gelassen, die holen wir jetzt nach. Ja, hat Spaß gemacht. Ich denke, verdient gewonnen. Mit den Jungs auf dem Platz Spaß gehabt. Ich denke, es hat sehr, sehr viel funktioniert. Wir haben da nicht so arg viel anbrennen lassen. Definitiv nicht. Altlinike gewinnt das 5. Spiel in Serie wieder 0 und Torschütze Philipp Türpitz, der traf sogar noch alte Bekannte aus Chemnitzer Zeiten.